Jo, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gleichungen lösen, beziehungsweise manche sagen auch dazu Formeln umstellen. Wir betrachten uns mal folgendes Modell, und zwar eine Waage. Und diese Waage, die soll jetzt eigentlich, ich habe es ein bisschen schräg gemalt, die soll jetzt eigentlich gleich sein. Gleich. Das heißt, mathematisch gesehen, kurzes Zeichen dafür, es ist gleich. Wenn ich in diese Waage eine Kugel hineinlege, also ich lege die rein, da muss ich hier auf der anderen Seite, damit der Gleichstand bleibt, auch eine Kugel reinlegen. Wenn ich ein eckiges Ding reinlege, also rein da, dann muss ich ein eckiges Ding auch hier reinlegen, gleicher Größe, sonst würde mir die Waage umkippen. Wenn ich das mathematisch mal in Kurzform mache, dann sieht das so aus. 0 ist gleich 0, wenn nichts drin war. Wenn ich jetzt etwas dazu tue, also plus 1 dazu, dann muss ich auf der anderen Seite auch plus 1 dazu tun. Dann stimmt das noch. Ich kann auch sagen, nehmen wir mal an, so ein eckiges Ding wäre 3 wert. Ich sage plus 3 auf der Seite. Dann muss ich das, damit der Gleichstand bleibt, auch auf beiden Seiten tun. Und das ist das Modell letzten Endes für eine Gleichung, eine mathematische Gleichung. Die einfachste, die wir früher hatten, gehen wir mal zurück in die erste Klasse, da hatten wir doch solche Sachen irgendwann mal so. 2 plus und dann war ein Kästchen ist gleich 7. Und dann wussten wir, aha, hier muss ja irgendwie eine 5 rein. Irgendwann haben wir dann die Sache ein bisschen anders gemacht. Dann haben wir statt Kästchen haben wir gesagt, eine Variable eingeführt, einen Buchstaben. Wir haben also angefangen mit Buchstaben zu rechnen und haben wir gesagt, 2 plus x ist gleich 7. Das bedeutet also, x muss dann 5 sein. Dann stimmt das. Jetzt ist das aber so eine gefährliche Geschichte. Ich hatte gerade eben mal eine bisschen blödere Gleichung hingeschrieben. Die hieß, glaube ich, 4 mal x plus, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, plus 7 ist ein Drittel oder sowas. Jetzt wird es schon schwieriger, weil in diesem Bereich hier in diesem, da konnten wir noch die Lösung erraten. Erraten ist ein mathematisches Verfahren. Aber das Erraten hier dürfte uns schon schwieriger werden und, deswegen gibt es dieses Verfahren des Gleichunglösens. Und ich zeige mal eine ganz einfache Aufgabe. 2 plus x ist gleich 7, wie man das macht. An diesem einfachen Beispiel. Also, ich schreibe 2 plus x ist gleich 7. Und ich möchte, dass zum Schluss x ist gleich tralala rauskommt. Hier wissen wir, hier muss eine 5 rauskommen. Dann gibt es folgende Regel. Man sagt, okay, wir machen jetzt einen sogenannten Regiestrich. Regie heißt regieren, also das, was ich jetzt der Gleichung befehle, auf beiden Seiten zu machen. Ich sage, wer heißt hier nicht x? Plus 2 heißt nicht x. Und das Gegenteil von plus 2 ist minus 2. Ich schreibe nochmal die originale Gleichung hin. 2 plus x ist gleich 7. Und jetzt mache ich das. Auf beiden Seiten minus 2, minus 2, minus 2. Auf beiden Seiten. Und jetzt kommt der Erfolg der ganzen Sache. Denn minus 2 und plus 2, die heben sich gegenseitig auf, die werden 0. Das heißt, wenn ich jetzt die nächste Zeile schreibe und diesen ganzen Kram hier sauber schreibe, das hier alles, dann bleibt x alleine. Denn ich muss nicht schreiben x plus 0, das plus 0 kann ich mir schenken. Und jetzt fasse ich das noch zusammen, 7 minus 2 kann ich zusammenfassen und dann habe ich x ist gleich 5. Und das ist letzten Endes die Herangehensweise, damit man auch noch ohne Erraten an solche grünen Gleichungen herankommt. Das war jetzt einfach. Machen wir noch ein einfaches Beispiel. Und zwar nehmen wir mal die Gleichung x mal 7 ist gleich 5. X mal 7 ist gleich 5. Jetzt gucken wir, unser Ziel ist ja, x ist gleich zu kriegen, also x ist gleich Ergebnis. Wir wollen ein Ergebnis haben. Was machen wir am besten? Wir sagen, naja, wer heißt hier nicht x? Auf der linken Seite steht x. Dann sagen wir, naja, mal 7. Das stört. Gut. Jetzt kommt unser Regiestrich. Wir werden auf beiden Seiten, so wie bei der Waage, wir werden auf beiden Seiten etwas tun gegen die 7. Mal 7, das Gegenteil davon ist geteilt durch 7. Naja, dann schreiben wir die Gleichung nochmal hin. X mal 7 ist gleich 5. Und jetzt kommt das durch 7. Das macht man mit einem Bruchstrich. Also etwas teilen geht genauso gut mit einem Bruchstrich. Und jetzt kommt der Vorteil. Jetzt sieht man das schon, weshalb der Bruchstrich eine coole Sache ist. Warum? Ich kann nämlich hier kürzen. Gucken wir mal hier.
7 durch 7 ist 1, 7 durch 7 ist 1. Ich habe hier x mal 1 und 1 mal x durch 1, das bleibt einfach x. Da kann ich mir die Einsen sparen. Und hier drüben habe ich vorteilhafterweise schon das Ergebnis. Da steht nämlich schon 5 Siebtel. Damit bin ich fertig. Jetzt macht ihr mal ein anderes Beispiel und ich mache in der Zeit Pause und zwar die Gleichung mag heißen. Oder Moment mal. Gut, Fragen sind geklärt. Jetzt machen wir mal das ganze Ding anders. Jetzt sagen wir, okay, die Gleichung heißt x minus 5 ist gleich minus 3. So, große Frage, was stört? Und dann zum Üben jetzt auch zu Hause. Haltet zu Hause das Video an, wenn ihr das nochmal machen wollt. Und rechnet es und wir rechnen es dann nochmal zusammen. Genau, die nächste Zeile ist noch nicht geschrieben, denn wir müssen erstmal überlegen, wer stört. Hier, minus 5 stört. Gegenteil davon ist plus 5. Und das machen wir jetzt auf beiden Seiten. Das heißt, wir schreiben jetzt die originale Gleichung, das macht man später, kann man sich das sparen, nochmal hin. X minus 5 ist gleich 3. Lassen hier ein bisschen Platz, denn da kommt ja mein plus 5 hin, ne? Minus 3. Und jetzt schreiben wir auf beiden Seiten plus 5. Wie sieht jetzt der nächste Schritt aus? Jetzt mache ich wieder Pause. Ganz genau so läuft es. Auf der linken Seite minus 5 und plus 5 haben sich aufgehoben und 0 müssen wir nicht hinschreiben. Also bleibt noch das x stehen und minus 3 plus 5 ist 2. Plus 2, ne? Aber das Plus können wir uns auch schenken. Das ist das Ergebnis. Machen wir mal die nächste. X durch 7. Kleinen Moment. Ich komme dann gleich nochmal dazu, wie man solche Sachen hinschreibt, hier, ob das mit Lücke oder durch und mal und so weiter. Nehmen wir mal einfach eine Gleichung, x durch 7 ist gleich 4. Na klar, man kann es erraten, aber wir wollen ja die Herangehensweise üben. Jetzt schießt mal los, jetzt sage ich erst zum Schluss wieder was. Gut, wir gucken und sagen, es stört durch 7. Gut, Regiestrich, auf beiden Seiten mal 7. Auf beiden Seiten, damit die Gleichung nicht umkippt. Und hier auf der linken Seite vor allem, damit uns das durch 7 wieder verschwindet. Wir schreiben nochmal diese Zwischenzeile hin. X geteilt durch 7 ist gleich 4. Und jetzt mal 7. Jetzt kommt es. Mal 7, mal schreibt man oben auf den Bruchstrich. Und hier haben wir keinen Bruchstrich. Ich könnte mir denken, hier sind Eintel, ne? Aber das brauche ich ja nicht in diesem Fall. Und jetzt geht das los. Jetzt kommt die Kürzarbeit. Jetzt gucken wir mal. Aha, 7 und 7, die kürzen sich gegenseitig, verschwinden. Links bleibt x alleine stehen, weil etwas mal 1 durch 1 ist egal. Und 4 mal 7 ist 28. Weiß ich, hätten wir auch so gewusst. Gucken wir mal, haben wir eigentlich alle drei Verfahren durch? Ja, gucken wir mal hier. Einmal als Summe, einmal als Produkt, einmal als Differenz und einmal als Quotient. Gut, machen wir noch ein paar Übungsaufgaben und die lösen wir natürlich dann auch. Aber ich mache dann jetzt erstmal Pause, ich schreibe euch ein paar Übungsaufgaben auf und dann legen wir los. Gut, wir sind wieder da. Wir gucken die linke Seite. 3x, das heißt eigentlich hier steht ich mache mal in Rot ein stilles Mal dazwischen, das wissen wir aber. Ich mache es aber für die Leute, die das heute das erste Mal sehen. Und zwar 3 mal x mal 3 stört. Ich kann ja sagen, x mal 3 oder 3 mal x ist egal. Wenn mal 3 stört, Regiestrich durch 3. Natürlich. Deswegen. Ich mache es aber auf beiden Seiten, damit mir die Gleichung nicht umfällt. Ich werde das noch ein paar Mal sagen. Ich werde jetzt auch die Zwischenzeile noch ein paar Mal schreiben. Nämlich die hier und jetzt durch 3 nochmal zeigen. Durch 3. Durch 3. Jetzt kürzen wir, sagen wir, Mensch, prima. Zack, hat geklappt. X steht alleine. Und hier habe ich mein Ergebnis schon frei Haus, nämlich 4 Drittel. Schwupp, fertig. Gibt es dazu Fragen? Natürlich, hier könnte ich auch 1,3 Periode 3 hinschreiben. Das geht auch. Aber in der Praxis ist es auch wichtig. Ich könnte zum Beispiel nicht sagen, ich bekomme 4 Drittel Euro von Ihnen, wenn ich ein Verkäufer bin. Dann sagt er, pass mal auf, du kriegst ein paar hinter die Backen. Ich möchte 1,33 Euro bezahlen. Ne? Sowas. Da ist es von Nutzen. Aber es ist dann nicht von Nutzen, wenn ich sage 4 Drittel. Ist 1,33. 1,33. Fertig. Und ich möchte jetzt weiterrechnen. Und ich nehme jetzt 1,33 mal 3. Was kommt raus? 3,99. Wenn ich 4 Drittel mal 3 nehme, dann kommt raus 4. Merkt ihr was? Hier entsteht eine Diskrepanz. Also, ist jetzt meine Ansicht.
Grundsätzlich Brüche stehen lassen, mit Brüchen weiterrechnen. Natürlich nicht, wenn es ein Endergebnis ist, was in Euro oder in Zentimetern kommt, dann hat es keinen Sinn mit solchen, sondern dann arbeitet man mit Dezimalzahlen, mit Kommazahlen. Aber so, ne, hier sieht man eindeutig, hier diese 3 würde das 4 Drittel wieder zu 4 machen und hier diese 3 würde diese 1,33 zu 3,99 machen. Also insofern bin ich ein Gegner von Dezimalzahlen, natürlich nicht, wenn es ein Endergebnis ist, womit man dann auch wirklich umgehen muss. Gut, gucken wir uns den rechten Teil an. Da sieht es wieder leicht aus. Ich sage, Moment, was stört? Durch 8 stört, mal 8. Wieder auf beiden Seiten, ich schreibe es nochmal hin. X Achtel ist gleich 2 Drittel. Jetzt kommt mal 8, mal auf den Bruchstrich. Ich verlängere den Bruchstrich. Und hier mal 8, ich verlängere den Bruchstrich auch. So, und jetzt fassen wir den ganzen Kram wieder zusammen. 8 und 8 kürzen sich, x steht alleine. Und 2 mal 8 ist 16 durch 3, also 16 Drittel. Fertig. Fragen? Klar, soweit haben wir die wichtigsten Fragen geklärt, aber ich möchte noch mal was klären. Beispiel. 2 Siebtel mal 49. Schreibe ich mal so hin. Kann ich mir doch auch vorstellen als 2 Siebtel mal 49 Eintel. Dass ich hier kürzen kann, die 749, ist jetzt eine andere Sache. Aber wenn ich mir das hier so angucke, dann weiß ich, weshalb mal etwas oben auf dem Bruchstrich drauf gehört. Ne? Andere Seite, 4 Neuntel geteilt durch 8. Kann ich mir auch vorstellen als 4 Neuntel geteilt durch 8 Eintel. Aber das hier, das schreibt man eigentlich so. 4 Neuntel mal ein Achtel. Und jetzt wird klar, weshalb durch immer unter den Bruchstrich gehört, oder? Alles klar? Schön. Kommen wir mal zu einem scheinbar schwierigeren Rechengerät. Das war jetzt alles leicht, das war jetzt alles gerade ausgerechnet, das waren die Übungen dazu. Auch keine Angst vor Bruchstrichen und Ähnlichem haben. Bruchstriche sind letzten Endes 4 durch 3, also 4 Drittel ist dasselbe, sind letzten Endes die verbesserte Profi-Schreibweise von durch. Also ein Mathematiker schreibt, meinetwegen, ich mache das mal in Rot, 1 durch 9 als Profi so. Und schon hat er automatisch ein Ergebnis, ne? Ganz nebenbei. Also keine Angst vor Bruchrechnen. Das ist letzten Endes nur eine andere Schreibweise von durch. Kommen wir zu einem anderen Aufgabentypus. Aufgabentypus, ich mache mal Folgendes. 3x plus 4 ist gleich 10. Jetzt Achtung. Jetzt muss ich erstmal, ich muss erstmal was erklären. Grundsätzlich, wenn wir irgendwelche Rechenoperationen haben, zum Beispiel 4 mal 7 minus 3, dann rechne ich Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Das kennen wir. Und wenn ich noch etwas anderes dastehen habe, meinetwegen 4 mal 7 minus 3, aber eine Klammer drum, dann gilt zuerst die Klammer. Das kann man sich so merken: Klammer, Punkt, Strichrechnung, Klaps. Ne? Klammer, Punkt, Strich. Erst die Klammer, dann eine Punktrechnung und dann die Strichrechnung. Das ist beim normalen Ausrechnen von irgendwelchen Termen normal. Beim Gleichunglösen machen wir es Klaps rückwärts, sage ich da gerne dazu. Klaps rückwärts. Da ist es deswegen von Sinn, dass wir zuerst die Strichrechnung nehmen, weil wir sonst ein Problem kriegen. Wenn ich nämlich hier sage, die 3 stört mich, das weiß ich. Aber wenn ich hier anfange durch 3, ich mache es jetzt erstmal ungünstig durch 3. Passt mal auf, was jetzt hier passieren müsste. 3x plus 4 ist gleich 10. Und jetzt teile ich mal alles durch 3. Durch 3, hier ist es schön. Durch 3, iget. I, noch ihr. Jetzt muss ich ja alles durch 3 teilen. Dann mache ich mir die Gleichung unnötig kompliziert. Das wäre also ungünstig. Klaps rückwärts ist besser. Das ist der bessere Weg. Und zwar, das ist zwar rein rechnerisch richtig, aber das ist umständlich. Das machen wir lieber nicht. Sondern wir werden erst mit der Strichrechnung beginnen. Also das heißt, bei der Frage, was stört, fangen wir an bei der 4. Denn das ist eine Strichrechnung hier. Also fangen wir an bei der 4. Wir sagen minus 4. Jetzt mache ich das und schreibe hier minus 4 auf beide Seiten. Dann sieht die nächste Zeile ja so aus. 3 mal x bleibt übrig und 4 und 4 ist weg, minus 4. Und 10 minus 4 ist 6.
Und jetzt haben wir wieder die einfache Gleichung, wie wir sie sonst ja auch immer hatten. Ne, 3x ist gleich 4 zum Beispiel. Oder 3x ist gleich 6. Das können wir. Regiestrich. Und jetzt lasse ich mal die Zwischenzeile weg. Wenn ich beide Seiten durch 3 teile, dann ergibt sich auf der linken Seite 3 durch 3 ist 1, also x ist alleine. Ich muss aber 6 auch durch 3 teilen und dann ist es 2. Solche Aufgaben, die kann man sich selber basteln, denn man kann irgendeinen Quatsch hinschreiben, man kann jederzeit eine Probe machen. Eine Probe heißt, ich nehme dieses Ergebnis, was ich rausbekommen habe, und setze es hier oben in die originale Gleichung ein. Aber das mache ich nicht hier drin, damit ich mir nichts verderbe, sondern ich mache das so. 3 schreibe ich ab, mal. Und jetzt kommt statt des Xs die 2, was ich nämlich rausgekriegt habe. Und jetzt plus 4 ist gleich 10. Wenn das ist gleich gültig ist, das heißt, wenn links und rechts das gleiche wirklich jetzt rauskommt, dann habe ich richtig gerechnet. Hier sieht man es, 3 mal 2 ist 6, plus 4 ist 10, also 10 ist gleich 10. Wenn auf beiden Seiten das gleiche bleibt, habe ich es richtig gemacht. Wenn ich es nicht rauskriege, dann muss ich meine Gleichung nochmal machen. Da habe ich irgendwo Mist gemacht. Das kann passieren. So, und jetzt nehmen wir uns mal diesen Aufgabentypus hier und wir machen mal eine Übung. Aber bevor wir die Übung machen, schließe ich dieses Video erstmal ab und mache ein neues Video, weil Leute, die mit dem Anfängerkram schon nichts mehr am Hut haben, die gleich den zweiten Teil gucken wollen, die gucken dann gleich in den zweiten Teil rein. Also, dieses Video erstmal abgeschlossen, es geht dann im zweiten Teil weiter.